Warum sollte man als Schnorchler einen Freitauchkurs machen? Wahrscheinlich kennen Sie die Situation, Sie sind irgendwo am Meer, sehen auf 5 Meter tief eine Schildkröte, wollen runtertauchen, schauen Sie die Schildkröte an, tauchen sofort auf, weil Sie glauben, die Luft reicht nicht mehr. Andere Situation, Sie gehen schnorcheln, tauchen runter, tauchen auf, der Schnorchel ist noch immer voll mit Wasser. Mit ganz einfachen Tricks und Tipps kann man die Zeit unter Wasser verdoppeln, durch gezielte Atemtechniken und Entspannungsübungen. Man kann relativ leicht das Problem mit dem Schnorchel beheben. Ich lade Sie ein, einfach bei mir und bei der Dive Company einen unserer 2 Kurse im Jahr 2019 zu besuchen. Informationen finden Sie auf der Homepage.